Tom Wolfe, der Autor des Bestsellers Fegefeuer der Eitelkeiten, veröffentlichte 1981 ein Pamphlet, in dem er die Ankunft der Bauhausarchitekten als nationale Katastrophe für Amerika darstellt. Ein brillant polemischer Text. Auszüge daraus liest David Warilow. Unsere Geschichte beginnt kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Junge amerikanische Architekten, gemeinsam mit Künstlern, Schriftstellern und allen möglichen Intellektuellen, durchstreiften Europa. To the young American architects who made the pilgrimage, the most dazzling figure of all was Walter Gropius. Für die jungen amerikanischen Architekten auf der Wanderschaft war Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses, die überwältigendste Erscheinung. Gropius hatte 1918 das Bauhaus in Weimar, den Sitz des deutschen Parlaments, eröffnet. Es war mehr als eine Ausbildungsstätte. Es war eine Gemeinde, eine geistige Bewegung. Verkörperte eine radikale Auffassung von Kunst in allen ihren Formen, war ein philosophisches Zentrum, vergleichbar mit dem Garten des Epikur. Der Maler Paul Klee, der im Bauhaus lehrte, nannte Gropius den Silberprinzen. Silbern war genau der richtige Ausdruck. Golden wäre zu protzig gewesen für so einen feinen und präzisen Charakter. Die jungen Architekten und Künstler, die ans Bauhaus kamen, um dort zu leben, zu studieren und vom Silberprinzen zu lernen, sagten, dass sie von Null anfingen. Diese Redensart hörte man ständig, von Null anfangen. Gropius unterstützte jedes Experiment, auf das sie sich einließen, solange es im Namen einer sauberen und reinen Zukunft unternommen wurde. Der Bauhaus-Stil ging von ganz bestimmten Postulaten aus. Erstens wurde die neue Architektur für die Arbeiter geschaffen. Das heiligste aller Ziele, die perfekte Arbeiterwohnung. Zweitens sollte die neue Architektur alles Bürgerliche ablehnen. Es kam vor allem darauf an, dass man auf keinen Fall etwas entwarf, auf das jemand mit dem Finger zeigen und mit vernichtendem Spott ausgesprochen Bourgeois nennen konnte. Was not to be caught designing something someone could point to and say of with a devastating sneer, how very bourgeois. For example, there was the now inviolable theory. Nehmen wir zum Beispiel die inzwischen unantastbare Theorie des Flachdaches und der schmucklosen Fassade. Im Theorienstreit war entschieden worden, dass Giebeldächer und Gesimse die Kronen des alten Adels repräsentierten, den die Bourgeoisie ständig nachzuahmen suchte. Deshalb konnte es fürderhin nur noch flache Dächer geben. Flache Dächer, die saubere rechte Winkel mit den Gebäudefassaden bildeten. Keine Gesimse, keine überhängenden Dachtraufen. No cornices, no overhanging eaves. All at once, in 1937, dann war er auf einmal selbst hier in Amerika, 1937, der Silberprinz Walter Gropius persönlich in Fleisch und Blut, und wollte bleiben. Nach der Machtergreifung der Nazis war Gropius aus Deutschland geflohen, zuerst nach England und nun in die Vereinigten Staaten. Andere Größen des legendären Bauhauses kamen ungefähr zur gleichen Zeit an. Breuer, Albers, Moholy Nagy, Bayer und Mies van der Rohe, der 1930, zwei Jahre nach Gropius, Leiter des Bauhauses geworden und nun wegen der politisch linken Aura der Gruppe unter Druck gesetzt, zurückgetreten war. Gropius wurde zum Leiter der Architekturabteilung in Harvard ernannt und Breuer folgte ihm. In der Architektur wurde der Silberprinz die wichtigste Instanz, das Oberhaupt, der Gouverneur der Kolonie sozusagen. Der Lehrbetrieb in Harvard im Bereich der Architektur verwandelte sich über Nacht. Alle fingen von Null an. Jeder wurde nun nach den Grundsätzen des internationalen Stils, das heißt des Stils der Gruppe, unterrichtet. Which is to say, the compound style. The students gradually began to notice that everything they designed. Die Studenten bemerkten nach und nach, dass alles, was sie entwarfen, alles, was die Fakultätsmitglieder entwarfen, alles, was die Kritiker, die als Gastdozenten kamen und ihre Entwürfe begutachteten, entwarfen, dass alles gleich aussah. Jeder entwarf die gleiche Schachtel aus Glas und Stahl und Beton, hin und wieder mit kleinen beigefarbenen Ziegelsteinen stattdessen. Dies wurde als die Yale Box bekannt, die Yale-Schachtel.
Was war passiert? Inzwischen befanden sich Architekturstudenten aus ganz Amerika innerhalb genau dieser Schachtel, die sich die Architekten der Gruppe vor 20 Jahren in Europa übergestülpt hatten. Arbeiterbehausungen, wie sie von einer Handvoll Architekten innerhalb der Gruppe mitten in den Trümmern Europas der frühen 20er Jahre entwickelt worden waren, wurden nun hoch und breit aufgemotzt in Form von Anbauten an die Kunstgalerien der Elite-Universitäten des Ostens, Museen für Kunstmäzene, Appartements für die Reichen, Verbandszentralen, Rathäusern, Landsitzen. Die Idee der Entwürfe diente wirklich jedem Zweck, jedem, außer dem Bau von Wohnungen für Arbeiter. Seit den 50er Jahren bezeichnet der Begriff Luxushochhaus einen bestimmten Typ Wohnhaus, der eigentlich nichts anderes ist als die Wohnsiedlungen von Frankfurt und Berlin zu 30, 40, 50 Einheiten übereinander gestapelt, zur Miete oder zum Verkauf an die Bourgeoisie. In den 50ern konnten die Baumeister diese Schachteln ohne mit der Wimper zu zucken als Luxus präsentieren. Und die Tatsache, dass hochgebildete Männer und Frauen sie genauso als Luxus akzeptierten, dies ist der objektive Beweis, geleistet von denen, die zu dumpf sind für Ironie, für die ästhetische Macht der Ästhetik der Bauhausgruppe, der Ästhetik des Silberprinzen und seiner kolonialen Legionen in Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Following the Second World War. Oh, beautiful. Oh, schönes Amerika, mit deinen weiten Himmeln, deinen bernsteingelb wogenden Ährenfeldern. Hat es jemals einen anderen Platz auf Erden gegeben, wo so viele Menschen mit Macht und Reichtum so viel Architektur bezahlt und ertragen haben, wie heutzutage innerhalb deiner gesegneten Grenzen? As within thy blessed borders today.